Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Wir hatten ja von Charlie Brown sein Häuschen gebaut. Hinten auf dem Hinterhof hatten wir ja schon die Hundehütte gebaut, aber noch nicht in groß. Und das ist eine wirklich tolle Idee, sich Snoopy irgendwo hinzubasteln, wo er, sag ich mal, ja, sein kleines Mittagspäuschen macht und einfach mal auf dem Dach schläft. Tja, und wie man sich diesen Snoopy natürlich jetzt einmal bauen kann, zeige ich dir. Von daher schnapp dir deine Blöcke und dann geht's los. Holen wir uns für den Start erstmal ein bisschen roten Beton raus. Das gleiche bei der Keramik. Dann nochmal ein bisschen schwarzen Beton, weißer Beton, glatte Quarzstufen. Ja, Glasscheiben sind auch wieder dabei. Ich nehme jetzt einfach mal schwarze. Noch ein bisschen gelben Beton holen wir uns raus. Polierte Schwarzsteinknöpfe und der Kerzenholzstufe. Bei unserer Hundehütte fangen wir erstmal an mit unserem roten Beton und ziehen eine Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. Ja, die Mitte haben wir hier an sich auf eine Länge von 5 Blöcke. Und auf der Rückseite ziehen wir das genauso lang, so wie wir es auf der Vorderseite haben. Jetzt können wir unsere Hundehütte auf insgesamt 5 Blöcke hier einmal hochziehen. Wir haben ja eine Seite offen gelassen. Da könnt ihr denn, sag ich mal, erstmal hier an der Seite jeweils einen weiteren platzieren. Die Mitte lassen wir frei. So, jetzt platzieren wir auf beiden Seiten nochmal 3 Blöcke hier einfach mal in der Mitte. Und wenn wir das gemacht haben, nehmen wir jetzt unsere rote Keramik und können jetzt hier einmal unser Dach aufziehen. Ja, ganz oben drauf haben wir natürlich, sag ich mal, etwas eine dickere Plattform. Da wollen wir natürlich noch Snoopy einmal raufsetzen. So, auf der anderen Seite gehen wir hier einmal runter und ziehen das Dach natürlich nochmal zur anderen Seite. Die Hundehütte von Snoopy ist natürlich hier rein Deko. Von daher nehmen wir noch ein bisschen schwarzen Beton und können hier innen drin das einfach mal ausfüllen damit. Er muss ja hier nicht unbedingt reingucken. Wenn wir das haben, geht schon ran, dass wir jetzt Snoopy bauen, denn die Hundehütte ist soweit fertig. Bei Snoopy geht es dann erstmal los mit dem weißen Beton. Wir fliegen einmal oben hin. Wir haben ja, sage ich mal, hier eine Dreierfläche. Da könnt ihr auf der Vorderseite und Rückseite schon mal eine Reihe hier komplett langziehen. So, jetzt könnt ihr natürlich euch entscheiden, in welche Richtung soll er liegen. Bei mir soll der Kopf natürlich auf der Vorderseite sein, da wo man auch in die Hundehütte reinkommt. Das heißt, hier hinten setze ich mir schon mal seine Füße einmal hin. So, die kann man sich natürlich hier so ein bisschen schon vorformen. Beim Kopf vorne machen wir den, sage ich mal, auf eine 3x3 Fläche. Können wir hier ruhig schon mal auf 2 Blöcke hoch machen. Und da wollen wir natürlich noch vorne seine Schnauze machen. Das heißt, hier gehen wir nochmal 2 Blöcke hin. Und dann setze ich hier schon mal seine Stupsnase hin. In der Mitte des Kopfes, also wir haben natürlich hier so ein 3x3 Feld, können wir nochmal hier zweimal zur Seite nochmal seine Ohren uns langziehen. Über den Ohr können wir sein Auge uns platzieren. Da kann man natürlich jetzt gerne entweder Glasscheiben nehmen, um sich darzustellen, oder Knöpfe. Müsst ihr einfach schauen, was euch besser gefällt. Entweder nehmt ihr einen Knopf oder eine Glasscheibe. Aber ich finde eine Glasscheibe gar nicht mal so verkehrt. Und daher nehmen wir sie auch. Als nächstes wollen wir natürlich den Bauch von Snoopy uns einmal basteln. Ich würde mal sagen, den machen wir mal auf eine Länge von 4. An der Seite mache ich mir so 2 Blöcke hier hin. Auf der anderen Seite auch nochmal. Dann nehmen wir nochmal unsere Stufen. Ich mache den Bauch mal so, dass er ein bisschen nach unten so abgerundet wird. Und hier hinten in der Mitte, na, setze ich hier einmal einen Block hin und mache hier nochmal eine Stufe hin. Wir wollen natürlich Snoopy noch ein paar Arme verpassen. Einfach an der Seite hinfliegen und dann legen wir die hier einfach mal nochmal zur Seite einmal lang. An der Seite auch nochmal seinen Arm hin und fertig wäre denn Snoopy. Nun können wir natürlich das Ganze noch upgraden, indem wir einfach auf seinem Bauch nochmal so einen kleinen Vogel uns platzieren. Dafür nehmen wir natürlich unseren gelben Beton, einen Schnabel kriegt er auch noch und dann ist Snoopy damit fertig. So einfach könnt ihr euch Snoopy hinbasteln. Ihr könnt natürlich die Hundehütte noch ein bisschen verfeinern, indem ihr natürlich noch so einen kleinen Weg euch hier zeichnet oder auch noch ein paar Gräser ringsrum platziert. Eine wirklich tolle kleine Deko-Idee, die man sich an seiner Stadt platzieren kann, wo man möchte. Denn Snoopy schläft am liebsten halt, man sieht es ja, auf sein Dach, von daher... Tup dich aus, setz ihn dir hin, wo du möchtest. Du findest natürlich noch weitere tolle Videos oben bei uns in der Infobox oder abonniere gerne den Kanal, dann bist du mal auf dem laufenden Stand und verpasst in Zukunft gar nichts mehr. Dann war es das wieder für heute. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen, wünsche natürlich noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao.